Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht es heute mit einfachen, schnellen und leckeren Gerichten. Heute gibt es was eigentlich ziemlich Geiles. Das könnt ihr vegan machen, das könnt ihr vegetarisch machen und ihr könnt es natürlich, wie ich heute, natürlich auch mit Geflügel machen. Telefon? Egal, bleibt da. So, Zutat findet ihr wieder unten drunter. Leon, du hast alles eingetragen. Brot hast du auch dabei? Brot ist dabei, ja. Gut. Du kannst nebenbei, während es läuft, dir noch einen schönen Teller aufsuchen, wo man das Carpaccio schön auflegen kann. Jetzt guckt mal her. Ich habe hier schon mal à la Max Insinger für euch vorbereitet. Einfach hauchdünne Kohlrabi-Scheiben. Einfach auf dem Hobel. Ihr geht her. Wo habe ich denn meinen Hobel? Da habe ich denn meinen Hobel, meinen Hobel, meinen Hobel, meinen Hobel. Ja, einfach drüber marschieren, passt schön auf eure Finger auf, ja, damit ihr einfach dünne Scheiben habt. Wunderbar. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und zwar, ich nehme wieder meinen Aktivator, alles aus dem Boden. Ihr könnt es natürlich würzen, wie ihr lustig seid. Hauptsache ist, ihr würzt die ganze Geschichte. Gib mir mal ein Messer, dass ich das Ding aufmachen kann. Das ist noch original und das Schönste ist immer an der Geschichte, wenn man so das frisch aufmacht. Ach, riech mal da rein. Riech mal da rein. Riecht doch wie Frühling, ne? Ja. So. Ach, übrigens, was ihr jetzt bedenken müsst, ist, dass man mich natürlich nicht mehr wirklich hört, gell? Mit dem Mikrofon. Ja, das kriegt man schon noch mit, Leon. So weit bist du auch nicht weg. Ja, der Leon spricht gerade an. Wir haben jetzt nämlich, guck mal, ein Mikrofon, damit ihr mich besser verstehen könnt. Weil in der Vergangenheit war es ja mal besser und mal schlechter. So, okay. Aktiviert, schaut her. Jetzt lassen wir da hier richtig schön safteln. Lassen wir ungefähr 3-4 Minuten stehen. In der Zwischenzeit gehen wir schon mal her und machen unsere Avocado. Schaut mal her. Guckt halt einfach, dass ihr die Avocado wirklich leicht abtastet. Man kann jetzt natürlich nicht im Supermarkt alle Avocados durchdrücken, ist auch blöd. Ne? Tut man nicht. Und ansonsten, wenn ihr die mit nach Hause nehmt, macht es in eine Tüte, in eine Papiertüte rein und lasst es noch 2-3 Tage in der Küche stehen und dann könnt ihr die nämlich wunderbar reifen. Aber was hilft, ist, wenn du diesen Nippel da einen Stiel rausmachst, weil das Ding noch grün ist im Supermarkt, dann ist sie auf jeden Fall nicht braun. Liegen lassen, aber so viele Avocados mit Stiel wird es auch nicht geben, glaube ich. Da ist immer noch so ein kleiner Ding drin. Also bei meinen, die ich heute gekauft habe, leider nein. Ja. Bei mir sind sie immer drin. Ich fummel die mal raus und das klappt echt sehr gut. Gut, also merkt euch, Stiel rausfummeln, wenn grün, liegen lassen. So. Nee, mitnehmen, aber daheim liegen lassen. Ja, oder liegen lassen und Reife nehmen. Ja, das diskutieren wir jetzt nicht aus. Ja? Ruhe. Ich hätte gerne einen Löffel, Leon. So, einmal halbiert. Schaut her. Jetzt geht er einfach rein und holt er einfach großzügig aus der Schale raus. Ihr guckt natürlich, dass ihr das auf einmal rauskriegt. Ansonsten bessert ihr natürlich auch hier leicht nach. So, dann hier, wenn der Kern drin ist, einfach einschlagen, hin und her bewegen, da kriegt ihr den Kern nämlich wunderbar raus. Oder die zweite Variante, wenn ihr euch das mit dem Löffel nicht traut, guckt mal her, dann geht er einfach und schält das Ding rundherum einfach sauber ab. Okay? Das geht natürlich auch. So habt ihr Variante 1 und Variante 2. Ja Leute, Avocado ist so ein Ding, ist natürlich sehr gesund, ist sehr lecker, es macht Spaß, aber ich sage jetzt mal, Leute, nicht übertreiben, ihr wisst, Avocado wächst bei uns nicht, Emissionswerte und so weiter wird immer wichtiger, ihr könnt es natürlich auch aus anderen Weichgemüsen machen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Und wenn euer Gemüse eben nicht weich genug ist, dann könnt ihr das nämlich auch am Stück garen und dann aufschneiden. Wir kommen gleich nochmal drauf. Gut. Okay. Als nächstes, guck mal her, unser Kohlrabi hat wunderbar gesaftelt. Wenn ich das jetzt ein bisschen kippe, seht ihr,
dass der im eigenen Wasser schwimmt. Ne? Und jetzt gehen wir her und legen den einfach schön flach auf unserem Teller auf. Richtig den ganzen Teller damit auslegen. Eigentlich ein Job für dich, Leon, ne? Nee. Was heißt denn nee? Sag mal, was ist mit dir los? Nö, das ist einfach nichts für mich. Nicht? Nee. Sag mal, was ist denn das für eine Einstellung? Was ist mit dir los? Du gehst da drin so auf. Ne? Nur weil du Barkeeper bist, könntest du doch die Aufgabe hier übernehmen. Oder meinst, du würdest mit einsteigen, wenn wir das jetzt für 10 Leute machen werden? Ja. Gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen. So. Natürlich könnt ihr das auch mit richtig schönen, runden Scheiben machen, euren Kohlrabi zuschneiden. Auch das geht natürlich. Aber ich finde es jetzt überhaupt nicht wichtig. Das Leder hat richtig schön gesaftelt. Ja. Et voilà. Leon, was du aber nebenbei machen kannst, du kannst mir schon mal aus unserem Kräuterwühlkiste ein bisschen Koriander raussuchen und Minze raussuchen. Ja, kann ich machen. So, für unsere veganen und vegetarischen Mitmenschen, ihr könnt jetzt natürlich hergehen und könnt das einfach marinieren, wie ihr möchtet, weil wir machen jetzt ja wieder eine fleischige Variante draus. Aber das ist natürlich prädestiniert, da wirklich ein vegetarisches oder ein veganes Gericht draus zu machen. Gut. Wie viel Koriander brauchst du? Ha? Ja, einfach so ein paar Blättchen. Ne? So, so lassen wir das mal stehen. Schmeiß da hin. Gut. Schaut mal her, das Geflügel habe ich jetzt wirklich ganz klein geschnitten, einfach in feine Streifchen. Ihr könnt es natürlich auch hacken, das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Ich mache die Pfanne auf jeden Fall schon mal heiß. So, das kann schon mal marschieren. Dann nehme ich meinen Aktivator für Geflügel, hau den da drauf. Ihr mariniert es natürlich nach eurem Gusto, wie ihr lustig seid. Gut durchmischen. So, lasst die Pfanne richtig heiß werden. Das nehmen wir jetzt mit rüber. Ja, lasst die Pfanne richtig heiß werden. Ruhig etwas mehr Öl reinmachen. Ich gehe mal hier jetzt wieder auf Boost, dass wir richtig Alarm da haben. Ja, geht los. Macht euer Hack rein. Schüssel vielleicht noch ein bisschen sauber machen, weil ich möchte wieder da rein tun. Und es muss ja nicht sein, dass es jetzt nachher da reinfliegt, wo das rohe Geflügel drin war. So Leute, schaut euch mal wirklich diese wunderschönen Kochlöffel an. Nochmal vielen, vielen Dank nach Düsseldorf-Meerbusch. Ein Geschenk und werde ich jetzt schön mit einbauen. Und das ist aus alten Skateboards gemacht. Finde ich einfach großartig. Vielen Dank nach Meerbusch. So, richtig Dampf drauf, okay? Ihr macht daheim natürlich die Lüftung an, aber meine ist leider hat sie den Geist aufgegeben. So. Farbe ist jetzt nicht wichtig, guckt an. Ja, ihr könnt es auch mit Farbe machen, aber ist nicht, wirklich nicht wichtig. Raus aus der Pfanne. So, und dann schaut mal her. Nehmt ihr euer Pfanne mit rüber, macht Olivenöl rein, macht Limette mit rein,
Trimmer und ich schneide immer so um den Strunk rum und dann auch den Strunk raus. Weil wenn ihr das nämlich so macht, dann könnt ihr nämlich ganz leicht da drauf drücken. Seht ihr das? Und dann braucht ihr hier nicht übereinander drücken wie die Wilden, sondern es geht wirklich ganz einfach. Könnt ihr den Saft aus der Limette rausdrücken. Schön um den Strunk rumschneiden. So, jetzt haben wir richtig sauer, Leute. So, guck mal her, jetzt reibt ihr nochmal mit der Knoblauchzehe einfach durch die Pfanne durch. Einfach aufschneiden. Und dann kriegt ihr nämlich ein wunderschönes Aroma. Nicht zu intensiv, nicht zu schwach, das macht richtig Spaß. Und jetzt geht ihr natürlich her, schmeißt da eure Minze rein, Minzblätter einfach schneiden, Koriander. Und die Koriander, Leute, ruhig Stiele dran lassen, das könnt ihr alles mit reinhauen. Siehst du das, Leon? Ja. Und jetzt einfach so fein ihr könnt runterschneiden, einfach in Streifen. Ja? Nicht hacken, sondern gebt euch Mühe, schneidet einfach so dünn wie möglich die Streifen runter und nehmt die Stiele mit rein. Okay? Jetzt brauchen wir Schärfe. Was nehmen wir? Wir nehmen natürlich unser Pimiento di Espelette. Ihr könnt natürlich auch frische Chili nehmen. Und je nachdem, wie ihr es vertragt, gebt da ruhig ein bisschen Dampf drauf. Okay? So, dann macht ihr noch eine Prise Zucker dazu. Leon, dein Geruch, riech mal da rein. Ja? Ja? Genau dein Ding. Okay, ich muss jetzt leider die Tour vermasseln. Nicht mehr dein Ding. So Leute, und das macht jetzt wirklich richtig Spaß. Dieses warme Hühnchenfleisch da drin. In Verbindung mit der sauren Marinade. Hammer! Das ist richtig geil. Leon, ich empfehle dir fast heute Cheat Day zu machen. Okay, Finalisierung. Carpaccio Marinade steht. Ihr nehmt jetzt euer Sauerteigbrot. Guckt mal, relativ dick geschnitten. Ab damit in den Toaster. Und lieber ein bisschen mehr Farbe, wie zu wenig draufgeben. Okay? Lasst es lieber an den Kanten ein bisschen verbrennen, das Brot. Macht es lieber zweimal rein, dass es wirklich außen knusprig ist. Das ist wichtig. Okay? Okay. Wir können, Leon, geben wir mal einen frischen Löffel, bitte. So, jetzt nehmen wir unser Carpaccio. Macht eure Hühnchenstreifen da drauf. Dann diese Marinade. Gut. So, jetzt guckt her. Und jetzt schneidet ihr einfach eure Avocado. Wir haben ein längliches Brot, also schneiden wir auch die Avocado so ein bisschen länglich. Und auch nicht so dünn, guck mal her, ruhig so 3, 4 mm. Und wichtig ist wirklich, dass die Avocado weich und reif ist. Ja? Alles andere ist Käse. Ja? Schneiden und dann geht er einfach her. Tut es schön in Form bringen. Gehen wir schön von oben drauf, lernen, dass man das gut sieht.
So, die zweite auch noch. Okay, und hier geht jetzt einfach her, macht Salz und Pfeffer drauf. Ja. Gib mal einen Zieber, reißen wir das mal ab. Dankeschön. Und traut euch, macht ruhig ein bisschen was drauf, ja, dass die Oberfläche wirklich gut bedeckt ist mit eurem Salz und Pfeffer. Weil es verträgt schon einiges. Pfeffer drauf. Schauen wir unser Brot an. So, schaut her, es darf ruhig ein bisschen schwarz sein. Es muss richtig schön knusprig sein, okay? Und dann nehmt ihr wieder den Knoblauch, reibt einfach mit der Knoblauchzehe darüber. So. Dann packt ihr den schön da drauf. Und fertig ist der Lack. Leute, ein Gericht, was wirklich total easy ist, total simpel. Das ist wirklich ein Feuerwerk im Mund. Es macht wirklich richtig Laune. Und das ist einfach Frühling pur. Probiert es aus. Wenn es euch gefällt, schenkt uns einen Daumen nach oben. Und noch besser, abonniert unseren Kanal. Danke. Ciao.